Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Ark Obsolos Island. Hallihallo, ihr Lieben. Und ja, ihr habt richtig gesehen, Ostern ist zwar vorbei, aber es sah gerade aus, als wenn Mini ein Ei gelegt hätte. Jetzt ein braunes Ei. Ganz clever. Dein Sinomakrops hat eben Ei gelegt, ein buntes Ei. Deswegen habe ich gerade so gehakt bei der Ansage, weil ich habe gesehen, dass da ein Ei gelandet ist und das ist ja sofort eingesammelt worden. Deswegen sagte ich, ja, ihr habt richtig gesehen, Mini hat ein Ei gelegt. Ja. Ja, genau. So. Ich denke mal, wir haben alles. Wir haben auch die Schuppen geholt. Das hat eine ganze Weile gedauert, bis sie überhaupt gespawnt sind. Ich kann das mal zeigen. Die Schuppis da. Zwei hatten wir schon, vier brauchen wir insgesamt. Wir haben jetzt sogar fünf. Also, ne? So, ich habe noch zu viel Dings, sehe ich gerade. Aber wir sind jetzt so weit, dass wir eigentlich loslegen können. Das Einzige, was wir noch machen müssen, die Dinger raushauen und leveln. Und dann können wir eigentlich loslegen, ne? Sammeln wir mal eben Asche ein. Doch. Loslegen. Wer die letzten Folgen nicht gesehen hat, natürlich mit dem Boss. Der Bossfight steht an. Yay. So, Holzkohle. Es tut schon wieder Dinger. Ja, ich muss eben auch das hier nochmal anwerfen. So. Dann lassen wir mal rübergehen. Wieder die Tür zu. Ach je. Ja. So, die nehmen wir ja mit. Waren die schon fertig gelevelt? Da habt ihr. Die haben Level gekriegt. Okay. 1500 hat er. Gewicht brauchen wir nicht. Ausdauer hat er auch mehr als genug. Also Leben. Auf jeden Fall Leben. Ich weiß ja nicht, wie stark der Boss ist. Auf jeden Fall Leben. Ja, Moment, ich Die komme Dinger gleich nach. werden wir gucken, je nachdem, wie stark die sind. Entweder auf 1000 oder 1500 Angriff setzen und Rest alles auf Leben. Ne? Die kleinen Fliegeviecher. Denk mal, besser ist der. So. Da hängt schon wieder ein Einhorn fest. Na denn. Läuft. Die hängen immer irgendwo fest. Da ist mein Blitzdingen da oben. Das Standbild. Da ist der andere. Ach so, du hast den nach außen gesetzt. Dann müsste ich meinen auch noch nach außen setzen. Er wollte einfach nicht anders landen. Ja, egal. Wieder da. Sehr schön. Ich bin am Tor und warte auf dir. Hallo. Hallo. Frag mal eben die Wachen, irgendwelche Vorkommnisse? Natürlich nicht. Ich gehe schon mal vor, ne? Ja, hier nicht. Gut. Hier ist trotzdem schneller als ich. Ach, Einhorn, dich habe ich doch vorhin schon eingefangen. So, hier, guck mal. Da sind Leute, mit denen du reden kannst. Aber sei vorsichtig, die könnten dich auch fressen. Viel Spaß. Ermutigend. Ja. So. Dein Zuchtdingen könntest du mal. Wolltest du zum Züchten haben? Ne? Ach, das kann stehen lassen. Wir werfen die hier vorne raus dann. Ich nehme die Geier, du die Dings. So. Geier. Seid ihr die Geier? Futuria. Wir brauchen jeder 8 Stück, ne? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, wir haben nur noch einen auf Vorrat dann. Ja, wir Okay. hatten auch nur einmal Zwillinge rausgekriegt. Ja. Wir hatten aber noch Eier, glaube ich, davon, ne? Weiß ich nicht. Nö. Die Morphodon und ein Geier-Ei. Ja, wir können ja auch noch Eier machen gleich noch. Auf Vorrat Also schon die mal. Morphodon sind genau 8. Ja. Ja, das geht ja dann schnell, die nachzüchten. So, ich hau die erstmal hier raus. Ich hau meine hier raus. Du haust deine auf der anderen Seite raus. Okay. Nächste. Nächste.
Wir hatten die eingefroren, falls das einer nicht mitgekriegt hat, weil er die anderen Folgen nicht geguckt hat. Weil in der Kryostase kriegen die mehr Erfahrung. Ich hoffe, dass sie das nicht ändern. Weil dann braucht man nicht so lange warten, denn jedes Schultertier einzeln zu leveln, das dauert ja irre lange. Irgendwie landen nicht da, wo ich sie hinschmeiße, ne? Ja, meine gehen auch zur Seite. Nur ich breit mich wahrscheinlich nicht so weit aus wie du. Ich bleib auf einer Stelle stehen. Was soll ich machen? So, okay. Ich fange dann mal an zu leveln. Wie gesagt, wenn die hohen Angriff schon haben, dann auf 1500, ansonsten auf 1000. Und Rest alles auf Leben, damit die auch ja überleben. Auf Leben, damit die ja überleben. Okay. 51 Level. Na Süste, das passt doch. Ja, der kriegt gut was dazu. Den machen wir auf 1500. Weil die Geier, die sind ja eher für den Schaden zuständig, ne? Ich hab's jetzt auch endlich alle. Sehr schön. Wie viel Leben kriegst du? Oh. Ja, bei den Geiern werde ich auch nur auf 1000 gehen, weil der hat jetzt nur 4900 Leben. Ich denke mal, die werden gut Schaden kriegen, dann gehe ich da nur auf 1000. Ich wollte schon so um die 10.000 Leben kriegen, aber das werden wir wohl nicht schaffen. Bei denen die Muffe dann schaffe ich das auch nicht. Ja, hier schaffe ich's und den Rest gebe ich dann auf 10.000. Gut, den Rest gibt es dann nochmal auf. Ach, wenn wir fertig sind, ich glaube, du musst Kuchen machen. Ansonsten dauert es ja irre lange, bis die sich geheilt haben. Na, kommst du auf 10.000? Jetzt aber. Sehr schön, Rest auf Angriff. Hatte ich dich schon? Dich hatte ich schon. Oh, 1000 Angriff. Und dann, wenn es geht, auf 10.000 Leben. Ja, die Morphodons, glaube ich nicht, dass sie so hoch kommen, ne, mit Leben. Dann möchte ich alles nicht auf Leben geben. Nee, wie hoch kommen die denn? Wenigstens auf 5.000? Ja, 8.000 bis 9.000 maximal. 1000 Angriff haben sie ja von vornherein schon. Ach, die haben schon 1000 Angriff von vornherein. Ja, das ist. Das ist dann gut. Ja, ich denke mal, die Morphodons, die fliegen ja anders. Dass die eher sind zum Ablenken. Und die Geier, die sollen den Schaden machen. Naja. Oh, der hat schon über 1000. Das ist sehr schön. Das muss ja alles vorbereitet sein. Und die müssen halt alle, ne, fertig sein. Deswegen machen wir gleich Kuchen, dann geht's schneller. Ach komm. 10.000. 10.000. Oh, der 1296 Angriff. Gut, das Vieh. Wow. Ja.
Komm. Der hat auch schon 1000, das ist schön. Na, wie hoch geht's? Geht's noch höher? 8000. 10.000, sehr schön. Das ist sehr schön. 1.366. Der freut mir doch. Ich habe schon da. Ja, ich denke mal, mehr als 10.000 Leben, das wäre, ne? Ja. Wenn du natürlich über 1500 kommst bei Nahkampf und dann noch was über hast, dann würde ich natürlich noch auf Leben setzen, aber ansonsten. Aber 10.000 Leben will ich bei den Geiern mindestens haben und 1000 Angriffe. Na, geht's noch höher? Dich muss ich noch, ne? Ja. Soll ich dir bei den die Mochen uns dann gleich helfen, oder? Ich sollte gleich durch sein. Weil ich bin jetzt beim letzten. Ich guck gleich, wie viel ich noch hab. Bei habe ich noch den schwarzen, den könntest du dann noch. Ja. Mach ich sofort. Ja. Den schwarzen. Der ist fertig. Auch fertig. Hier, wo ich stehe. Auch fertig. Da. Ja, 1000 angepattet. Sind damit hier so alle so um die 8.000 bis 9.000 leben, ne? Okay. Oh, meinst du, wie viele Truppen brauchen wir? Ach, jeder braucht bestimmt 3 Kuchen. Mach mal 50 Kuchen. Wir können ja nicht zu viele machen, weil Schneckis brauchen wir auch. Ja, der Rest geht dann in den Tropf rein für die Schneckis. Also der hier kommt fast auf 10.000. Okay. Der hat 9.948. So, ich guck mal hier in den Truch rein. Wir haben ja hier auch eine Schnecke rumlaufen. Ob hier überhaupt noch Kuchen drin ist. Oh, hier ist kein Kuchen mehr drin, ne? Hey je. Also mach mal lieber 100 Kuchen. Ja. Hoffentlich ist die Schnecke hier noch am Leben. Hier haben wir ja auch noch eine Rennschnecke drin rumrennen. Ich hol mal ein bisschen Kuchen von der anderen Seite und mache schon mal Kuchen rein. Ja, für hier drüben habe ich ja Kuchen gemacht, aber ne? Ja, aber der ist schon weg. Oh. Ist in Arbeit. Der Föhn. Kuchen. Ja, hier ist noch 300 drin. Ja, dann nimm mal schon mal 50 mit, dann kann ich später noch mal Kuchen machen. Ja, ich nehme 91 Kuchen mit. Die packe ich aber dann rein, ne? Ja. Weil da drüben ist nur eine Schnecke. Naja. Also das sollte ja reichen dann. Wir hatten da, glaube ich, nur einmal 20 Kuchen reingemacht oder so, ne? Weiß dann, ich gar nicht mehr. Ja, und dann wollten wir eigentlich Kuchen nachmachen, glaube ich. Eigentlich schon. So, Kuchen drin. Auch nicht mehr viel drin. Sehr schön. Ich hole noch mal ein bisschen Kreatin. Mhm. Nicht Kreatin, Chitin. Ist nämlich auch nur noch 296 drin. Ach, herrje.
Es kommt davon, wenn man so viel unterwegs ist, ne? Ja, wenn ich schon mal dabei bin, dann gucke ich auch mal hier rein. Ja, hier ist noch über 5000 drin. Ach, dann nehme ich die hier raus. So viel futtern die ja nicht. Ja. Sei denn, man hat die auf dem Rücken und fliegt damit rum und sowas. Dann sollte man immer gut Chitin bei haben. Ja. Also ich finde die Dinger klasse, ne? Ja, ich auch. So, Kuchen ist fertig. Der Punkt. So, hier Chitin reintun. So, jetzt sind hier wieder über 1700 Chitin drin. Super. So, Kuchen hat's fertig. Wo ja, ist es denn? Ich bin schon auf dem Weg. Wo ist der Kuchenlieferant? Oh nein! Ich bin doch auf dem Weg! Ich kann noch nicht so schnell, das weißt du doch. Hölle. Ja, ich weiß, ich bin Hölle. Ja, die Aufnahme von unserer Armee oder so ist nicht so toll, ne? Hallo. Hallo. Packe ich den Kühlschrank die Hälfte, ne? Ja. Wir müssen ja auch gleich alle wieder eintüten, ne? Ja, ja, Spaß. So, ist drin. So. Bald, ihr seid die Falschen. Ihr braucht keinen Kuchen. Ja? Kann kein Kuchen rüberziehen. Ja, schön. Bei denen geht das nicht mit Kuchen. Die fressen auch selbstständig. Bei den Kleinen geht das? Ja. Dann packe ich hier jeweils 5 Kuchen. Warum geht das denn bei den Geiern nicht? Ach, die fressen ja nur Dings hier. Wie heißt das? Gammel. Herrje. Ja, dann müssen wir aber erst Zeit verstreichen lassen, bis sie sich geheilt haben. Ne? Oh. Das ist natürlich doof. Mhm. In den Futtertrüben ist ja noch genug Gammel, ne? Naja, das ist kein Problem, nur. Genau den gemacht, wo ich auch gerade dran war. Ja. Ja, dann tue ich den restlichen Kuchen in Futtertroch. Ja. Ist natürlich doof. Ja. Ich nehme mal ein bisschen Gammel. Ob ich die hochziehen kann. Oder halt mit ein bisschen Fleisch. Versuchen, ne? Ja. So, Gammel, kann ich dich damit hochfüttern? Nö, geht nicht. Mit Fleisch. Ach, Fleisch kann ich auch nicht reinziehen. Früher konnte man Fleisch reinziehen, damit das Fleisch da schneller vergammelt, ne? Ja. Das geht gar nicht mehr. Ja, dann können wir heute noch nicht los. Das ist echt doof. Ja. Ich hole mal Fleisch rüber. Hier ist nicht mehr viel Fleisch drin. Mach das. Ach Mann. Ja, müssen wir jetzt bestimmt einen Tag warten, bis die hochgeheilt sind. Ja. Okay. Ich dachte eigentlich, wir machen das eben kurz mit Kuchen und dann geht das los, die Reise. Du weißt auch, wenn wir schon mal was planen, ne? Ja. Je, kannst mehr springen. Nee, das machen wir aber nicht. Da haben wir nochmal 5000 Fleisch weg. Also die Muffeln sind jetzt fast voll.
Haben die da noch zwei Kuchen drin? Das ist schön für die Gnophodons. Oh. Und erst trampelt sich ein ab, der Kleine. Hm. Aber so toll, wenn Ark für uns plant, oder nicht? Ja, aber du siehst, wenn du schwer beladen bist, ne, der schlägt da viel schneller mit dem Flügel. Sind ja schon drüben. Ah, oh, Fleischdanei. So. Ist hier fast auch eine ganze Reihe Fleisch wieder drin. Weil die meisten Fleischfresser sind ja hier hinten. So, ihr bescheidenen Geier, dann, ne, werdet mal heile. Der ist schon heile? Der ist gleich schon. Ach so, das ist der mit 5000 Leben, oder? Ja. Der ist schon fit wieder. Tja, dann tue ich die Kryopots mal rein, ne? Also. Ja, ich nehme jetzt hier den Kuchen raus. Wir müssen hier sowieso warten. Weil ja, die alleine fressen hier nicht mehr den Kuchen. Weil die haben wir noch ein bisschen. Ja, die fressen nur eigenständig, wenn die richtig verletzt sind. Tja, dann. Das ist doof gelaufen jetzt, Leute. Aber wir könnten den Hover schon mal beladen mit den Sachen, die wir brauchen. Ja, dann fangen wir schon mal an. Ich nehme hier eben den Kuchen raus. Ja. Bitte die wieder ein. Ach nee, die müssen wir noch hochweisen. So, so. Muss ich mal eben zu den Trophäen gehen und sowas und dann meine schlaue Liste hier. Wir hatten ja Fotos gemacht. Machen wir als erstes Gamma. Ach so, brät überhaupt Metall noch durch? Kann ich dir gerade nicht sagen. Nö. Metall ist komplett durch. Wir sammeln aber kein neues mehr, ne? Also das lohnt sich, glaube ich, nicht mehr. Wir haben ja noch. Also jetzt will ich erstmal dann, dass wir fertig werden, dass wir raus können. Wir sagen jetzt, solange wir machen die Bosse. Und jetzt verzögert sich das schon wieder. Ja, du weißt doch, wie es ist. Ja. Munition schon mal anwerfen, ne? Wir wollen ja ein bisschen Munition mitnehmen. Jetzt gucken wir mal nach. So. Bin auch sofort bei. Laut meiner tollen Liste brauchen wir erstmal die List. List brauchen wir einmal. Zack. Dann brauchen wir Himmelsherren. Das war der Flügel. Himmelsherren. Dann noch der Jäger. Da mussten wir nachholen. War doch Jäger, ne? Mhm. Jäger. Und Rudel. Rudel war der hier, ne? Ja, Rudel. So. Dann brauchen wir noch Alugehirne 3. So. Dann brauchen wir Agentabis Krallen 5. Haben wir auch mehr als genug. Agentabis Krallen. Titanbohr Gift 5. Galania. Da. 5 und Sarkuschuppe 5. Sarkuschuppe. Da aber 60, ne? 5. Du. Alles parat. Ja, packe ich dann schon mal in den Hover rein. Jo, mach das. Hallo. Hallo. Ja, dann brauchen wir beim nächsten Mal einfach nur noch losfliegern, ne? Ich werde mir auch gleich noch aufmunitionieren. Kurz. Mhm. Dass wir dann echt nur noch die Dinger einpacken und losfliegern.
Na, Einhorn macht Spaß. Ach nee, ich muss da hoch. Das Betäubungszeug und so werde ich aber auch da lassen, ne? Ja, das mache ich auch. Ich tue das in die Kiste rein, ne? Kiste? In die Tech-Kiste hier drauf. Ach so. Ja. So. Drin. Gehe ich erstmal jetzt zu meinem Schrank und räume die Sachen aus, die ich nicht brauche. Damit ich mehr Munition mitnehmen kann. Denn ich will mich auch nicht überladen, weil ich weiß ja nicht, ob wir da Loot kriegen. Dass man sich da noch bewegen kann mit dem Loot. Ja, sowas wie Grapplinghook brauche ich ja dann auch nicht, ne? Ich weiß es nicht. Also Grapplinghook oder so lasse ich mir drin, aber das Betäubungszeug, das mache ich raus. Hier Netze und sowas, das wiegt ja alles. So, dann kommt raus. Betäubungszeug, zack, 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 zack. Boomerang auch. Tja. Das Boot brauche ich dann auch nicht. Nicht? Nein, das packe ich dann auch raus. Das kostet, wie ich ja auch, 15 und Rest lasse ich drin. Hier sowas wie Fackel und Leuchtmittel und sowas lasse ich alles drin. So. Der ist hier. Dein Tech-Helm? Tech-Helm. Ja, ich glaube nicht, dass wir da tauchen müssen, ne? Ach, den Tech-Helm lasse ich drin, sicher ist sicher. Nicht, dass da Gas kommt oder was. Und dann kann man den Tech-Helm ja auch nutzen. So. Ich nehme 2500 Schuss davon mit. 1500 bin ich drin. 2500, so. 2500 Schuss, das sollte reichen. So. Hallo? Hallo? Ich weiß ja gar nicht, ob wir damit so viel schießen oder nicht. Dann eine Scharfschütze will ich 500 mitnehmen. So. Und von der Dings nehme ich ja, 250 mit. 250. Zack. Wie viel hast du jetzt mitgenommen? Fürs Sturmgewehr nehme ich 2500 mit. Mhm. Von Schrot nehme ich 250 mit. Und von Scharfschütze nehme ich 500 mit. Ich werde die Waffen eben noch reparieren. So. Warte, ich gebe dir auch gleich noch was. Reparieren. Ja, reparier selber, weil gibt ja auch Erfahrung. Ach gut. So. Ja. Hast du? Ja, bin fertig. So, wir haben die Artefakte, wir haben unsere Ausrüstung aufgestockt. Den Sino. Was fehlt? Zement hole ich mir eben. Ja, warte, ich hole den Zement hier raus. Okay. Gleich ein 10er-Stack. Das hier kommt alles von den Schnecken, ja. Also wer sich da fragt, woher das kommt. Das ist die Box von der HG-Mod. Die wandelt die Architina-Paste gleich in Zement um und Organikpolymer von den Schnecken wandelt es gleich in richtig Polymer. Dankeschön. Bitte. Wer die Mod nicht kennt, die ganzen Links zu den Mods gibt es natürlich in der Videobeschreibung wie immer. Mhm. So, ich war gerade am Überlegen. Kann ich ausmachen? Ja, wir haben Waffen. Wir haben Munition. Rüstung, sieht die noch gut aus? Rüstung sieht bei mir noch gut aus. Wechselrüstung werde ich nicht mitnehmen, weil wir haben ja den Affen dabei. Frage, Moped brauche ich nicht, ne? Nö. Moped, Benzin und sowas. Ich würde mir nur genug zu trinken mitnehmen. Also ich habe einmal die Feldflasche und einmal auf jeden Fall die Tech-Feldflasche.
weil die kannst du ja auch auf warm umstellen, falls das zu kalt ist oder sowas. Ja. Habe ich auch. Tja. Ich will nur eben ein Moped wegbringen. Überlegen, sonst brauchen wir eigentlich nichts, glaube ich. Das kann ich ja drin behalten, Werkzeug. Fernglas kann ich auch drin behalten, das liegt ja so gut wie nichts. Nö, das war's. Grappling Hook, wenn man irgendwo hängen bleibt oder was, ist das vielleicht nicht schlecht? Ja. Weiß man ja nicht. Ja, ich denke, dann haben wir alles. Da warten wir jetzt echt nur noch drauf, dass die Viecher geheilt sind, die Geier. Weil wir hatten ja gesagt, wir wollen das mit den Geiern testen. So. Betäubung, naja. Betäubung tue ich mal raus. Aber dafür nehme ich mir ein bisschen Stimulanz hier mit. Sag's mir jetzt, wo ich alles in den Schrank gepackt habe. Und Mini läuft nochmal. Lass deine Betäubung doch im Schrank. Ich habe meine Betäubung jetzt hier reingetan. Das ist doch Peng. Ich nehme nur ein paar Stimulantia mit. Weil, falls wir da irgendwie betäubt werden oder was, dann kann man sich da wieder hochpeppeln. 367, reicht das? Bitte? 367, reicht das? Ach, ich nehme nur 50 mit oder so. Würde normal auf 20 reichen. Haben wir denn noch rote Dinge links da? Dass jeder so 10, 20 mitnehmen kann? Ich muss mal gucken. Ich schau mal eben. Nur vorsichtshalber. Mit Fledermäusen oder so rechne ich nicht beim Endboss. Ja, wir haben noch 68, ist ja nur zur Vorsicht. Ja. Ich denke, dann sind wir soweit vorbereitet, ne? Denke ich. Wo ist es? Ich hab mir gerade meine Stimulanz ja wieder geholt. Okay. So. Dann sagen wir mal, wir werden uns dann direkt, denke ich mal, beim Boss wieder melden. Wenn Mini auch zu mir hinkommt. Irgendwann. Ich bin noch bei dir. Ja. Werden uns dann beim Boss wieder melden. Denn den Hinflug oder so, glaube ich, brauchen wir nicht. Nö. Ja. Wir melden uns dann beim Boss wieder, wenn wir da sind. Wir müssen jetzt kleine Pause machen, weil die sich heilen müssen. In dem Sinne sagen wir mal Tüdelü und dann, ne, bis zum Bossfight. Tschüss. Yay, tschüss.